Ja, da sind wir zurück und werden auch gleich durchstarten mit dem dritten Spiel für heute, Echo Fox gegen Team Liquid. Und ich hoffe, dass Team Liquid gut drauf ist, damit wir hier ein spannendes Spiel sehen werden, dass sie eher an der Leistung von, vom Anfang des Splits anknüpfen und nicht mit der momentanen Leistung, weil sonst wird das ein sehr schnelles Ding. Ja, Echo Fox, ja, gestern haben sie verloren. Also da sah ja, das stimmt. Da sah es halt stimmt. Nicht ganz so blendend aus. Bisher waren sie ja so ein bisschen unangefochten, hatten halt gar keine Schwierigkeiten mit ihren Kontrahenten. Selbst wenn sie heute wieder verlieren, werden sie immer noch Erster. Ja, aber das ist aber auch so ein Gedanke, den sollte man, glaube ich, nicht mitverfolgen. Das ist ja auch so, wenn du halt Challenger-Spieler bist, dann denkst du ja auch nicht, ah, wenn ich jetzt verliere, bin ich immer noch Challenger. Alter, ich kann doch gar nicht mit 20 Niederlagen erlauben. So mit der Einstellung sollte man, glaube ich, nicht rangehen. Aber klar, sie haben natürlich immer noch das Polster. Das Gute ist, wenn sie halt wirklich zu einer Niederlage kommen, können sie halt relativ gelassen noch bleiben. Ich muss auch sagen, ihre Position für die potenziellen Playoffs, die auch bald anstehen, ist ja relativ gut. So, die 6 besten Teams kommen in die Playoffs und wenn du jetzt schon Erster bist, dann ist deine Chance relativ hoch, dass du auch zum Schluss noch unter den besten 6 dort sein wirst. Ja, ich meine, wie viele Spieltage haben wir noch? Danach noch 3. Das heißt, 6 Spiele noch. Was? 6 Spieltage insgesamt noch. Ja, genau. Ist es dann überhaupt noch möglich, dass sie nicht? Doch, es ist noch gerade so. Sie können von 9-2 auf 9-9 können sie runterfallen. Das wäre ja quasi das Maximum mögliche. Also es ist schon sehr unwahrscheinlich, nicht in die Playoffs. Kann ich mal kurz die Tabelle sehen? Aber 9-9, das heißt, wenn jetzt... Ja, ganz so einfach musst du es ja nicht sehen, weil die ja auch gegen untereinander noch... Du musst ja dann auch rechnen, dass die halt hier und da noch mal ein paar Niederlagen einkassieren müssen. Aber ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie da noch hinkommen, ist relativ niedrig. Also sie sind relativ safe jetzt in den Playoffs mit dabei, aber auch hier ist natürlich ganz wichtig, du hast ja bei den Playoffs dann quasi einen Turnierbaum. Ist ja nicht so in Korea. In Korea hast du ja dieses Treppensystem. Korea ist OP, was? Wo du quasi die ersten beiden. Die ersten beiden sind halt direkt im Halbfinale und das ist schon mal ein wichtiger Schritt, weil du dir halt einfach ein Best-of-5 klemmen kannst, wo ja immer irgendwas schief gehen kann. So, gerade jetzt wird es ja wichtig, dass du in den Playoffs halt ein richtiges Turnierformat hast und halt momentan die ganze Zeit, es gibt gute und schlechte Sachen, die dafür und dagegen sprechen, hast du halt ein Best-of-One-Format und das sagt halt doch immer nicht so viel aus. Das kann auch sein, dass halt ein Team, was halt ein Best-of-One-Format die ganze Zeit durchrasiert, auf einmal ein Best-of-Five-Format halt alt da aussehen wird. Pff, wird sich zeigen. Ja, wird auch gleich losgehen hier mit dem Spiel. Jetzt nochmal schönen Schluck und dann geht's in die Pick-and-Bun-Phase. Schöne Schluck. Ich hoffe, ihr habt euch auch schon mit jede Menge koffeinhaltigen Getränken dort ausgerüstet, um diese Nacht hier mit uns durchzuleben. Ach, das ist der Twitch-Chat, die brauchen kein Koffein. Ja, Huni war gerade im Bild, hat für mich gestern eine echt Boss-Leistung abgeliefert. Also er war ein richtiges Monster, Vladimir, und konnte sein Team trotzdem nicht ganz carryen. Also da hat man woanders die Baustellen, gerade Alltech und Adrian gestern mit so nicht der besten Performance. Und hier sollte, denke ich, auch von Team Liquid der Grundgedanke liegen, Botlane. Da wollen wir ansetzen, da wollen wir unsere Stärken mit Double Lift ausnutzen und die Schwächen von Echo Fox dort eventuell bestrafen. Ja, für mich Huni auf jeden Fall der bessere Top-Laner. Pobelta und Phoenix, glaube ich, nehmen sich nicht so viel. Da kommt es so ein bisschen drauf an, was sie für einen Champion bekommen und wie gut sie halt in Form sind. Gerade Azir ist in der aktuellen Champion ja, in der aktuellen Meta auch ein Champion, bei dem man halt über Phoenix reden muss. Dementsprechend hier auch gebannt. Das Risiko will man nicht eingehen. Ryze ist damit einer der Champions, der dann halt offen geblieben ist, zusammen mit Galio. Ja, Galio könnte man jetzt auch picken, also vor allem, weil Chameleon jetzt noch da ist. Wenn jetzt der Galio-Pick kommt, kommt von Echo Fox der Fiora-Pick, bin ich mir ziemlich sicher. Stimmt, das haben wir ja schon gemacht. Wobei das gestern nicht so gut funktioniert hat. Das habe ich schon zweimal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das war das Echo Fox? Also zweimal hat man diesen Midlane-Pick, ich glaube CLG war das vorher, die Fiora in die Midlane gesetzt hat. Also Fiora hat mich, stimmt, genau, ich erinnere mich, aber hat gestern auch überhaupt nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Weil sie aber auch schon früh nach hinten gefallen sind. Also das sollte man, also vor allem, was spricht, genau, jetzt kommt geil, jetzt können wir noch Camille dazu nehmen einfach. Hast halt dann schon eine starke Combo. Ja. Und jetzt, also wenn die Camille wirklich noch kommt, dann kommt jetzt der Fiora-Pick. Und der wird auch als Flex-Pick wahrscheinlich an der Stelle noch genutzt werden. Also kann man machen. Corki ist natürlich auch noch so möglich. Ich würde es mir halt echt wünschen, weil Echo Fox, die Grundidee dahinter ist halt echt cool. Die Umsetzung war gestern so ein bisschen mangelhaft, was aber auch nicht an Fiora selber lag, muss man da fairerweise sagen. Also es birgt natürlich ein gewisses Risiko, wenn du sie mit dem Team hast. Das Ganze kombiniert jetzt noch mit der Kalista. Ja, ja, da wird es schon gehabert. Fiora Midlane. Wird man sich wirklich wieder dafür entscheiden? Irgendwann muss es ja funktionieren. Nee.
Es wird keine Fiora. Ah. Arise, ich weiß nicht, Fiora hätte mir besser gefallen, weil sie gegen beide Champions funktioniert hätte. Also ich finde den Rise, der Rise ist solider. Aber dann nimm doch einen Corki, der ist auch. Fiora ist halt cooler und vom Grundgedanken her funktioniert sie halt an der Stelle. Aber da hat man, glaube ich, so ein bisschen Angst, weil es gestern nicht gut genug gespielt wurde und will halt einfach auf Nummer sicher gehen. Ist okay. Kann man nichts gegen sagen. Mit dem Rise bist du halt auch fein unterwegs. Man muss natürlich die Läuterung hier mitnehmen, alleine schon wegen dem Stun von der. Wegen dem Taunt vom Galio, dass er da halt nicht irgendwie bei einem Gang einfach reingerissen wird. Und jetzt die zweite Bannphase. Fiora wird jetzt direkt gebannt. Sie ist natürlich immer noch ein potenzieller Top-Laner für Echo Fox. Das muss man hier ganz klar sagen. Huni ja auch ein absoluter Carry-Spieler. Er muss sich jetzt auch noch überlegen, was er als Antwort dort für Camille finden wird oder möchte. Der gute Gangplank ist gebannt. Auch er hat es da nicht so einfach. Und Gnar wäre halt so die aktuelle Standardantwort. Ja, vor allem, man bannt jetzt halt Fiora, weil man weiß ja, dass sie das gespielt haben. Aber was man halt jetzt in keinster Weise gebannt hat, ich wollte es gerade sagen, also Braum hat man jetzt noch gebannt, aber Supporter halt nicht. Das heißt, du hast jetzt auch für Kalista so viele starke Supporter verfügbar. Rakan kannst du halt sowohl für eine Kalista picken, da ist auch der... Das war aber gestern, glaube ich, so das Problem, ne? Ja, genau. Letzten Endes sieht man es ja, die Xayah ist halt gebannt, womit du ja die Wahrscheinlichkeit erhöhst, selber den Rakan auch zu bekommen. Weil du im Prinzip Rakan momentan nur mit Kalista oder mit Xayah spielst. Ich fände Alistar besser, aber der wird ist weggepickt. Auch, genau, der wird halt weggepickt. Und deswegen ist das nochmal eine gute Vorbereitung auch. Wobei, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich unbedingt einen Rakan in Alistar picken. Ja, so, Huni, der wird raus. Ja, umso besser, dass man den Alistar rausgenommen hat. So ein Alistar Engage mit einem Yasuo Ultimate Engage ist halt schon ziemlich gut. Huni auch nochmal mit dem Peace-Zeichen. Alles klar, und Tam Kench mit dazu. Den hätte ich auch als ehesten Pick quasi erwartet mit der Kalista zusammen. Ja, da gute Synergie bietet halt viel Safetyness. Ja, und Huni. Safetyness? Ja. Viel wow. Sicherheit. Entschuldigung. Safetyness. Ja, das ist halt, manchmal kommst du halt in diesen Trott rein. Es tut mir leid. Och. Es tut mir sorry. Ich habe richtig viel Safetyness am Start. Ja, damit auf jeden Fall bei Team Liquid. Ziemlich gut Engage. Sie haben auch die Camille-Galio-Kombo. Ja. Im Endeffekt halt auch auf der Botlane mit der Chain of Corruption und mit dem Alistar Engage halt viele Möglichkeiten. Also sie haben auch eine sehr, sehr Snowball-lastige Kombo. Und auf der anderen Seite haben wir Echo Fox, die halt partout die Finger nicht von den speziellen Champions weglassen können. Ja, vor allem Huni natürlich nicht. Also er spielt jetzt nicht zum ersten Mal dieses Split Yasuo. Vor allen Dingen Lucian Toplane, Yasuo Toplane. Der Junge hat auch einen sehr interessanten Champion-Pool. Der Junge hat Bock. Aber das, ich meine, den Twitch-Chat freut sicherlich. Nicht immer das Gleiche. Naja, Su ist hier halt nicht der sicherste Pick. Vor allem haben sie jetzt, naja gut, sie haben das Kalista-Ultimate als Eröffnung mit dem Knock-Up. Theoretisch hat man halt auch dort die Möglichkeit mit Sejani den Knock-Up zu nutzen. Der Sejani-Knock-Up ist halt wirklich, da hast du halt so ein minimalistisches Zeitfenster, um darauf zu reagieren. Ja, der typische oder klassische Yasuo würde jetzt natürlich erstmal 1-7 oder 0-11 gehen, eins von beiden. Und würde halt richtig auch nicht wegrasiert werden, um dann trotzdem ein Comeback zu feiern. Aber was Huni aus dem Champion rausholt, werden wir hier sehen. Vor allem ist ja Yasuo auch immer so ein Ding, wo du halt bei den Builds extrem variieren kannst. Klingon der Unendlichkeit ist ja so ein Item, worum du normalerweise nicht herumkommst. Allein schon wegen der Passive. Ja, du brauchst Crit. Ja, aber es gibt ja auch manchmal diese ekelhaften Builds, wo du halt noch auf einmal einen Frozen Mallet mit reinpackst. Und früher gab es ja noch die Sterax-Variante mit einem Trinity. Und dann warst du halt auf einmal ein Off-Tank und man hat dich nicht mehr tot bekommen. Und trotzdem hast du halt noch so viel Schaden ausgeteilt, dass die Carries nicht überleben konnten. Also da bin ich gespannt, wie er sich quasi nach dem zweiten Item entscheidet. Also ich gehe davon aus, er wird halt für Phantom Dancer und Klingen der Unendlichkeit gehen. Und danach hat er halt freie Wahl. Ja, doch. Ich denke, da dürftest du recht haben. Wichtig ist natürlich, dass du halt mit Yasuo auch duellstark bist. Das ist auch der Grund, warum ihn da gepickt hat, auf der Lane auch sehr dominant ist. Wird aber auch wichtig sein, Lane-dominant zu sein. Und da ist dann auch wieder das Jungle-Matchup sehr, sehr wichtig. Da hat zumindest Team Liquid mit Kha'Zix halt einen guten Champion, dass sie halt sehr, sehr früh diesen Yasuo entsprechend bestrafen können. Auf der anderen Seite ist man da nicht ganz so gut dabei mit einer Sejuani. Aber es ist ja auch eine gegenseitige Beeinflussung, denn dadurch, dass du halt Yasuo hast, der halt ein guter Lane-Bully ist, kann Smitty mit Kha'Zix auch nicht so dominant auftreten, wie er es sonst könnte. Auf der anderen Seite hast du halt ab Level 6 richtig gute Top-Lane-Gangs. Also ein Yasuo kann sich ja, du hast ja wirklich kein Potenzial in Kha'Zix, der springt dich halt trotzdem an, Windwall hin oder her. Die Windwall ist wirklich einer der, und ich hasse ihn, furchtbarsten Spells im Spiel, der dir so viel kaputt machen kann. Und Alltag hat hier sogar gleich eine Klatsche bekommen. Hälfte Leben, hat da nicht mit der Tri-Bush-Action gerechnet und Varus war halt ein bisschen stärker, was den Schaden angeht.
Allgemein, das mit der Kanister wird hier auch wieder interessant werden. Ortic hat sich jetzt hier auch für die sichere Variante mit dem Spellbook entschieden. Damit er halt früher einmal basen kann. Zur Not hat er halt einen Teleport, was er da nutzen kann. Und ist halt ein bisschen sicherer auf der Lane unterwegs. Worst Case für sie ist halt wirklich, dass er auf der Botlane einen Alistar Engage kommt, der halt gleichzeitig dort Tahmkench und Kalista trifft. Das muss man halt tun, nicht vermeiden. Solange halt einer von beiden engaged wird, ist halt Tahmkench ist es egal. Und sobald du halt Kalista engaged, kann Tahmkench sie halt immer rausfressen. Da geht's noch. Aber für den Moment ist man natürlich mit Hälfte Leben nur noch auf der Botlane nicht unbedingt optimal reingestartet. Ja, das ist richtig. Vor allem, weil dieser erste Push, beziehungsweise generell so dieser erste Zeitsprung, bis du dann letzten Endes auch dein vernünftiges Item mit auf die Lane kommen kannst, sehr, sehr wichtig. Also dieser erste Sustain. Erster Drache im Übrigen, wenn wir schon dabei sind, ist der Bergdrache. Und Echo Fox kann halt gut Objektkontrolle aufbauen mit dieser Team-Comp. Das mit dem Duell wird, glaube ich, so mit das Unerheblichste werden, vorerst zumindest. Im reinen 1 gegen 1 sollte überhaupt nichts passieren. Wen siehst du eigentlich im Late-Game vorne? Im Late-Game sehe ich tatsächlich Echo Fox so ein bisschen vorne. Also hast halt mit Yasuo Top-Lane hast du halt nochmal einen extremen Skalierfaktor mit drin. So, und auf der anderen Seite fehlt halt so ein bisschen der Damage. Ne, Camille bringt jetzt in einem reinen Teamfight auch nicht so viel Schaden rein. Kha'Zix wird halt auch so ein paar Probleme haben. Sie haben halt in der Mitte einen Galio. Ryze Yasuo zu haben ist natürlich noch ein bisschen vorteilhafter. Das ist jetzt genau das, wovon ich gesprochen hatte. Huni, aufgepasst. Flash das sofort, aber da ist trotzdem der Stun. Huni! Das war's für ihn. Ja, na! Er hat's über... Oh Gott, das war knapp, aber er hat's überlebt. Oh, und zwei Flashes gegen einen. Wird jetzt einfach Base gehen, dann mit TP wiederkommen. Peace. Vor allem muss man auch sagen, geschenkt. Das war jetzt super schlecht für Team Liquid aus mehreren Gründen, denn man hat zwei Flashes gegen einen getauscht und die Wave war reingepusht. Das heißt, Impact hat er doch Farm verloren. Ja, aber gleichzeitig zwingst du halt Huni trotzdem defensiver spielen zu müssen. Also er muss das Ganze jetzt schon respektieren. Klar, vor allem, weil Smitty ja nochmal wiederkommen kann. Und er ist ja gerade auf die Lane direkt TP'd. Ja, und Impact hat er jetzt halt einfach den Vorteil, er kann jetzt noch ein bisschen aggressiver traden, kann sogar negativ traden und hat halt immer noch die Möglichkeit, halt für sein Teleport zu gehen. Muss Huni ein bisschen aufpassen. Er hat sich auch hier für die Variante, weil er jetzt schnell in die Base gezwungen wurde, vom Double Doran's Blade entschieden. Natürlich ganz cool, weil das Item halt sehr goldeffizient ist, aber belegt natürlich auch bei Zeiten relativ viele Slots. Also man muss aufpassen, dass man sich da auf gut Deutsch nicht zumüllt. Ja, aber ich denke, zwei Start-Items ist noch vollkommen in Ordnung. Ja, klar. Also der Situation jetzt angemessen. Er hat halt keine großartige andere Option gehabt. Das passt schon. Und natürlich für einen Lane-Bully so ein goldeffizientes Item im Early zu nehmen, ist halt immer eine Option. Schimpf Kolgom, okay. Auf der anderen Seite, Alistar muss ein bisschen aufpassen. Tahmkench ist natürlich unangenehm für ihn, wenn er irgendwie mal in eine Nahkampfsituation verwickelt wird. Hat sich hier auch für die Cookie-Variante entschieden. Während Tahmkench halt zusammen mit Kalista halt ein bisschen mehr Lane-Pressure aufbauen können. Alleine darüber, dass er halt einen Minion-Demetralizer mitgenommen hat. Das ist halt immer so eine Sache bei den Supports, der extra Schaden gegen Minions bringt dir jetzt nicht so viel. Aber allein der Fakt, dass du hier und da halt einfach mal einen Cannon-Minion komplett rausnehmen kannst aus einer Wave, gibt dir halt super Wave-Pressure. Ja, und deswegen sehen wir es ja auch immer, oder sehen wir es häufig. Vor allen Dingen, das Ding funktioniert halt zusammen mit dem Targons Schild. Das heißt, hast genau. Du halt einen Last-Hit damit, wird halt trotzdem geshared. Und du teilst halt du kannst halt instant einen Cannon-Minion rausnehmen. Impact auch mal nicht geportet, der lässt sich Zeit. Hat auch immer noch seinen Pot. Plus sein Durans Schild, also er kann sich da wirklich ganz gemütlich noch zurücklehnen. Huni so ein bisschen vorne im Farm. Also man merkt, dass er die Push-Pressure hat momentan auf der Lane. Unterm Turm zu lasten ist halt immer ein bisschen unangenehmer. Und da fällt Impact halt nach hinten. Ja, Botlane ist relativ even. Also sowohl Varus als auch Kalista sind beide sehr lane-dominant. Vielleicht ein kleiner Vorteil für Echo Fox, bedingt durch den Tahmkench-Pick. Und Mitte ist auch jetzt kein großes Ungleichgewicht. Yasuo entscheidet sich jetzt hier sogar für eine etwas tiefer platzierte Reward. Ich finde die ehrlich gesagt an der Stelle gar nicht so gut bei den Krux. Ich finde, wenn er sie zum Beispiel im Red Buff Busch platziert hätte und dafür hat er ja gerade die Option, hätte sie ihm mehr mögliche Informationen geben können. Aber letztendlich ist es nicht so schlimm. Er wird Kha'Zix bei Zeit wahrscheinlich trotzdem sehen. Hier hat man auch schön die Pflanze eingesetzt. Genau, jetzt weiß man, wie X-Mavi ungefähr perfen wird. Man hat jetzt halt seinen Timer auf dem Red Buff. Und weiß halt auch ungefähr, wann er wieder Topzeit sein wird. Das ist nämlich für Huni wichtig, solange er noch kein Flash hat. Wow. Passt. Wie war das mit Dorans und Slot effizient? Ja, aber jetzt hat er sich auf jeden Fall richtig gut zugemüllt. Ich meine, er hat jetzt auf jeden Fall einen ziemlich guten, ich weiß nicht, ob man von einem Power Spike sprechen kann, aber er hat einen ziemlich guten Power Spike.
für den Moment. Er ist gerade Mr. Böllerhaus. Im reinen 1 gegen 1 ist er jetzt deutlich stärker als Impact. Ja, Mr. Böllerhausen. Allerdings wird er halt bei Zeiten Dinge auch wieder verkaufen müssen. Weil wenn er jetzt halt noch zwei Items baut, dann ist er halt Fullbild. Dann hat er halt keinen Platz mehr. Na, wahrscheinlich ist es einfach nur, dass man sagt, hey, ich will jetzt einfach möglichst lange die Lane Pressure haben, weiterhin möchte möglichst lange einfach dominant sein, damit man sich über die Top Lane keine Sorgen machen muss. Und dann vor allem wird irgendwann Sejuani auch mal nützlicher sein als ein Kha'Zix. Na, Kha'Zix ist aber wieder Richtung Topside unterwegs. Das ist ja, Dadoch ist aber auch in der Nähe und hat Level 6. Ja, aber der rechnet nicht damit, so Hunis alleine. Er hat noch kein Flash wieder. Er hat aber ein Ult. Aufgepasst, ultet jetzt auch, um damit Zeit zu überbrücken. Huni und auch die Vasallen, die attackieren. First Blood. Ah, das ist natürlich bitter. Das macht Team Liquid hier absolut richtig. Also so wie X-Miffy das spielt, so und nicht anders. Level 6, Camille, du ultest einfach den Yasuo. Du hast halt einen Safe Engage, er kann nicht entkommen. Flash ist sowieso momentan nicht für ihn zu haben. Und dann holst du dir halt einfach den Kill. Easy Pupisi. Ich muss sagen, also zweite und zweite habe ich verstanden, aber das dritte ist mir, glaube ich, echt ein bisschen zu viel. Ich denke, das Zeitalter der Double, Triple oder teilweise sogar Quadra, Doran's Blades oder halt auch Ringe, je nachdem, ist vorbei. Also ist halt momentan echt nicht sehr effizient. Huni hat das Beste gemacht aus der Situation. Als der Gank kam, war es quasi für ihn schon zu spät. Er versucht sein Ult halt noch zu nutzen, möglichst sein Schild nochmal wieder zu bekommen und solange es geht halt zu überleben. Aber Sejuani war halt noch viel zu weit weg. Er hat keine Sicht im Tri-Bush gehabt. Und dementsprechend auch keine Möglichkeit, dort diesen Gang vorauszuahnen. Und hätte er jetzt seine Ward vorher nicht bei den Crux positioniert, sondern eben halt besser beim Red Buff, hätte er Kha'Zix auch viel, viel früher dort herannahen sehen. Und wäre halt nicht gestorben. Also die Ward war einfach nicht effizient platziert, so wie er es getan hat. Und dadurch kommt der Gang durch und ohne Flash überlebt er den halt nicht. Das Gute für ihn ist, er konnte halt zumindest eine Control Ward vorher noch platzieren. Dadurch, dass er die platzieren konnte, hat er zumindest einen Slot frei gehabt. Double Dagger, Triple Dorans. Sieht ein bisschen eigen aus, ist es auch. Ja, wobei, Double Dagger hat er gerade eben schon gehabt. Für ihn ist auch gut, dass Impact den Kill nicht bekommen hat. Er hat einen Dagger gehabt und noch eine Control Ward im Inventar. Die hat er ja platziert, direkt jetzt auf die Länge. Ja, okay. Ja, stimmt, du hast recht. Oh, Midlane. Das ist halt wirklich so ein Duell. Ich glaube, unspannender kann es momentan nicht hergehen. Guardian nimmt halt immer jedes Feuer raus aus dem Midlane. Also ein Malphite-Maokai-Matchup hatten wir schon lange nicht mehr. Das ist richtig. Die Zeiten, du, die vermisse ich ja gar nicht. Das war noch kernige Zeiten. Da waren noch richtige Tanks auf der Top-Lane. So, jetzt war die Ward gut platziert. An der Stelle für die Ward auf die Crux zu gehen, ist vollkommen okay. Weil er halt den Camp-Timer vorher hatte, weiß, dass sie halt der Respawn sind. Und dementsprechend wird Kha'Zix halt, wenn er effizient jungeln möchte, irgendwann dort langkommen. Und an der Stelle, wo der Rap-Buff jetzt genommen wurde, ist es halt ein bisschen effizienter. Aber die Ward wurde halt auch gepinkt. Man hat sie halt gesehen, kann sie dementsprechend auch umgehen. Das hat halt so gut gemacht. Man hat die Ward halt direkt angepinkt, als Huni die gestellt hat. Also man kennt sein Ward-Verhalten. Dadurch jetzt allerdings auch unterwegs. Und jetzt sieht man halt Kha'Zix und weiß, er ist halt Topside. Das Ult wird direkt genutzt. Ist ja so, Ult hat er glücklicherweise keinen hohen Cooldown. Und so ein bisschen Schaden macht er trotzdem und vor allen Dingen durchdringt die Rüstung. Der Trade, den du halt danach fährst, ist meistens besser für dich. Ja, aber ich meine, er hat ja auch noch nicht wirklich bis auf Dorans Items am Start. Das darf man auch nicht vergessen. Geht jetzt nochmal Base. Aber er wird jetzt in Richtung Alpha gehen. Ja. Smurfing in the Nail. Das ist aber auch, dass er die Aussage jetzt von Soas. Er sagt quasi, dass Huni so ein bisschen seine Gegner disrespected. Und das Gefühl habe ich auch. Ich habe sehr oft das Gefühl, dass Huni ja sich wirklich auch, er macht keinen Hehl draus. Er sagt, ich bin der stärkere Laner oder ich gehe halt einfach balls deep und gehe halt für jedes All-In, für jeden Trade, für jedes 1 gegen 1, das ich nutzen kann. Und wird dafür aber auch oft bestraft. Also es ist halt nicht immer die richtige Variante. Kann ich ehrlich gesagt so unterschreiben, die Meinung von Soas. Ja, also vor allem Huni, manchmal ist er dann auch zu arrogant. Das zeigt sich halt sehr, sehr oft. Also sein Alpha hat er fertig, geht hier als erstes in Richtung Phantom Dancer. Schuhe sind jetzt noch nicht ganz so wichtig für ihn. Er kann ja, wenn die Wave gut steht, die Minions sehr gut als Mobilitätsfaktor ausnutzen. X-Movie wird jetzt auch gespottet. Galio kommt mit dazu. Das kann böse werden. Macht YouTube. Belter mit dem Knock-Up, jetzt kommt da noch. Phoenix ist da. Und kann man da noch was holen? Vielleicht 2-3. Ja, da ist einfach auch Huni zu schnell gestorben. Kann aber auch nichts machen durch diese
Camille-Gallio-Kombo. Die Gallio-Rotation war halt super sauber. Von Team Liquid ausgespielt an der Stelle. Boah, der hat sich für eine Läuterung jetzt entschieden. Hat die gewechselt. Für den Fall halt, dass ein Chain of Corruption ihn treffen sollte. Und auch die kommt direkt. Also da sieht man, der Läuterungswechsel hat sich hier auf jeden Fall schon gelohnt. Ja, das war halt einfach absolut sauber. Das ist genau das, wie du die Kombi spielen möchtest. Zum Anfang halt der Zweimann-Gang und jetzt kommt halt Gallio noch mit ins Spiel mit seinem Ultimate. Zack, dann kommt der CC durch, der Tor noch hinterher, da bleibt auch nicht mal mehr Platz für Huni irgendwo zu flashen. Also er konnte nicht überleben, es ging einfach nicht. Und Team Liquid, die reizen halt ihre Kombo hier bestmöglich aus. Ja, es war abzusehen. Also wir haben es ja mit dem Duell schon besprochen, dass halt Topside-Fokus da ist. Ja, für Huni super ärgerlich, dass er da so gecampt wird, aber... Ich meine, das ist halt, wenn du Yasuo pickst. Ja, da hat ja unser Kommentatorenkollege auch ein schönes Video über die Yasus gemacht. Echt, Maxim, ein Video dazu gemacht oder was? Zu Yasuo, ja. Aber mehr zu Yasuo in der Solo-Queue. Smitty ist gesehen worden. Oh, wenn Xmitty wieder rüber geht, dann hat Dardoch gleich Spaß mit ihm. Hortik und Adrian warten auch schon auf den Moment. Er traut sich nicht, weil er halt nicht weiß, wo Dardoch ist. Und pinkt jetzt so ein bisschen um Hilfe, okay. Baseball wird aber durchgezogen. Dardoch wartet jetzt aber ziemlich lange da. Wird jetzt im 2v2 einfach für einen Dive gehen. Ja, er wartet X-Mivy halt da, weil sie ihn dann vorher gesehen haben. Ja, schon klar, aber Ward ist ausgelaufen. Und der Turm hat halt nicht mehr viele Leben. Es ist halt vollkommen richtig von Dardoch, dass er jetzt Botside-orientiert spielt, wenn man natürlich dieses Turret-First-Bot haben möchte. Das sieht schon lecker aus. Hat man direkt die Ward nochmal replatziert. Zack, Vision wurde aufgebaut. Super wichtig, dass Dardoch hier seine Botlane so tatkräftig unterstützt. Und wenn es halt bloß mit Sicht ist. Aber das gibt ihnen halt die Freiheit, dort unten so zu pushen, wie sie es halt eben tun. Xmivy weiß halt, okay, der Botlane-Turm wird verloren sein, man muss sich unten zurückziehen. Man versucht jetzt zumindest das Ganze halt mit einem Herald irgendwo noch aufzuwiegen. Ist nicht ganz so einfach, aber hier haben wir halt einfach wieder den Fall Kalista. Sehr starker Early-Lane-Bully, dazu ein Tahm Kench, der halt Melee-Supports ziemlich gut bestrafen kann. Und dadurch können sie halt die permanente Lane-Pressure auf Botlane aufrechterhalten. Gut gemacht. Also hier für Echo Fox die ersten Aspekte, die sie halt zurück ins Game bringen. Oder was heißt zurück? Was heißt zurück? Sie sind jetzt auch 1000 nach vorne, vorne, sagen wir es mal so. So, genau. So ein Kill an sich bringt halt bei weitem nicht so viel wie so ein Turm. Ich meine, man sieht's ja. Und sie haben auch durch die Pressure Lanes auf Bot einen Farmvorteil. Theoretisch hätten sie es auch auf Top eben gehabt. Das hat man negiert. Nur reicht das eben nicht. Aber Huni hat auch diesmal schon einen richtigen Riecher. Er zieht sich jetzt mal ganz, ganz weit zurück. Weil er Angst davor hat, direkt wieder getowerdived zu werden. Kann zumindest X-Mivy hier kurz spotten, was gar nicht so unwichtig ist. Wichtige Information hier. Der ist in Richtung Midlane unterwegs. Für Phoenix heißt es halt ganz einfach zurückziehen. Olli shared nochmal kurz seine Stacks. Und wir haben jetzt auch für Varus eigentlich einen relativ guten Spike. Er hat einen Rageblade, aber sein Problem ist halt einfach, dass er mit Rageblade jetzt gegen Blade bei Kalista plus halt noch einen Eifer antreten muss und gerade alleine ist. Chain of Corruption ist zwar da, aber Dardoch, der will hier natürlich direkt engage. Gallio kommt aber zum Schutz. Och! Oh, das war nicht gut von Olli, der Headbutt. Damit hat er ihn mehr gerettet als alles andere. Jetzt gibt es nochmal die Kalista-Ultimate, aber sofort wieder reingeworfen. Dardoch zur Stelle. Teleport Huni ist da. Und der will jetzt auch, der will sich rächen. Der spürt die Wut und flasht das sogar nochmal auch ran mit der Ultimate. Popelta in der Stopwatch. Jetzt kommt Alltech mit dazu. Und damit der Double-Kill für Phoenix und Echo Fox sitzt hier. Ein dickes, dickes Ausrufezeichen. Weiter geht's jetzt sofort zum Tier-2-Turm. Boah, das darf auch nicht passieren. Olli hat seine WQ-Kombo verhauen. Ja, vor allem dadurch hat er Adrian gerettet. Weil er dadurch Adrian auch aus der Galli-Ultimate gehadbuttet hat. Das war super fatal an der Stelle. Ganz, ganz schwieriger Fehler, den Olli da begangen hat. Und das ist eine Kombo, die muss eigentlich sitzen. Die wurde ja sogar noch quasi vereinfacht vor einigen Patches. Die darf einfach nicht daneben gehen. Und das für Echo Fox jetzt ganz entscheidende Kills. So, sie kriegen jetzt den Ryze ins Spiel rein. Sie haben jetzt halt die Pressure. Botlane-Turm vorher sowieso schon genommen. Werden jetzt halt Lane swappen direkt danach. Und mit der Pressure und der Kalista können sie halt alle Objectives für sich beanspruchen. Das wird halt super schwierig jetzt werden für Team Liquid, das Ganze zu contesten. Ja, das war easy peasy. Ja, ärgerlich. Dann direkt auch den Level-Up bekommen. Hier sehen wir es in meiner Wiederholung. Man will Double Lift bekommen, der bewegt sich eigentlich relativ gut, steht halt genau in der Ward drin, Tam Kench Ultimate hier gut eingesetzt. Das war ein schöner Engage, aber Gallius hat direkt mit rotiert. Ein Double Lift findet hier ein gutes Pathing, wird jetzt engaged, auch exhausted. Und jetzt, bupp. Oh Gott. Tam Kench hat halt keine Summoners mehr gehabt. Der wäre halt, der wär sofort RIP gewesen, die hätten ihn mit der ganzen Combo treffen können. Vor allem dadurch hättest du auch mit der Kalista Ultimate hier diesen Re-Engage nicht setzen können.
Weil es ist ja im Prinzip diese Kalista Ultimate mit Tam Ken Shui, was man hier kombiniert hat für den Re-Engage. Und das hätte dann natürlich auch nicht geklappt. Also, dieser Headbutt hat alles verändert. Es wäre besser gewesen, wenn er einfach nichts gemacht hätte. Weil dann wäre der Galio-Knockup da gewesen. Ja, mit dem Kalista Ultimate wird es halt zumindest schwer, den Kill zu bekommen. Aber sie hätten zumindest keine zwei Kills verloren. Also, das war die WQ-Kombo, die muss da einfach sitzen. Ja, wie gesagt, oder in dem Fall hätte es wahrscheinlich sogar ausgereicht, nichts zu machen. Der mittlere Turm ist auch schon relativ low geboxt worden. Echo Fox lassen jetzt auch kurz nochmal ihre Botlane dort in der Midlane. Die müssen halt einmal ganz kurz noch an den Turm rankommen, dann reicht's auch. Jetzt swappt man das Ganze, setzt Varus Alistar in die Mitte und schickt jetzt Galio nach oben. Stärke der Einigkeit fertiggestellt für Impact, aber auch Huni jetzt an erster Seite fertig. Phantom Blenzer ist immer super schwierig einzuschätzen, wie du halt gegen Yasuo traden sollst. Weil du mit Poe kommst du halt gut klar gegen ihn, wenn du halt Range bist, aber als Midi kann er dir halt 4 Schaden wegnehmen. Oh, Huni. Eingesetzt. Wenn er sein. Ah, nee. Keine Chance. Die Idee ist, Huni einfach immer zu doppeln. Das gelingt hier auch. Flash von Xmitty von oben. Da doch, Ole. Da wird wieder geböllert hier. Impact zur Stelle. Knock-up hier. Pobelta. Ultimate nicht ganz perfekt, aber gefressen. Impact! Und Abgrund von Phoenix. Jetzt ebenfalls ein Mann weniger. Adrian hat nochmal sein E. Ole geht dran an Alltag. Stopwatch überlebt hier sehr, sehr lange. Ole kriegt die E-Auflösung. Phoenix mit dem Flash einfach mal rüber. Aber dann selber nochmal Abgrund von Xmitty. Sehr chaotischer Kampf, aber im Endeffekt besser für die Füchse. Und die haben das Ganze mal ein bisschen umgedreht. Wenn man bedenkt, dass sie halt 4 gegen 5 gekämpft haben, war das echt sehr akzeptabel. Huni, ja, weil die halt sehr viel für Huni verwendet haben. Boah. Also Huni hat keine große Chance gehabt. Kha'Zix kommt, zack, hat auch schon gut Damage drauf. Engage Huni direkt, der ist halt sofort super low-life. Also eigentlich haben sie an der Stelle nur das Camille-Ultimate großartig investieren müssen. Aber X-Miffy geht halt sehr, sehr low, weil das Tam Kench Ultimate schnell hinterherkommt. Dadurch ist halt da oben beschäftigt. Dadurch ist schon gut tanky, auch wichtig. Galio Ultimate wird halt ein bisschen verschwendet an der Stelle. Ja. Das war halt so ein Problem. Besseres Galio Ultimate hätte hier halt das ganze Ding nochmal umdrehen können. Impact auch mit einem nicht ganz so guten Re-Engage. Außer Flanke wird er halt direkt fokussiert. Auch gute Entscheidung, dass man ihn halt mit dem Kalista Ultimate aufs Korn nimmt. Und dadurch wird er halt auch direkt isoliert. Und Phoenix, das fand ich halt super mutig, dass er da über die Wall geht. Das war ein ganz, ganz gefährlicher Move, aber er konnte seinen Schaden perfekt einschätzen und kriegt halt den Kill direkt. Stirbt zwar auch, aber somit halt trotzdem nochmal den Trade worth gemacht. Vor allem muss man sagen, es wäre es eigentlich besser gewesen, mit dem Galio Ultimate zu warten, bis Ole halt nochmal reingeht und dann darauf den Follow-up zu setzen. Wenn die da auf den Knock-up von Alistar halt wirklich den Re-Engage gesetzt hätten mit dem Galio Ultimate, dann hätten, bin ich mir ziemlich sicher, dass Team Liquid diesen Teamfight gewonnen hätte. Ja, es ist die Koordination auch. Also Ole scheint vielleicht auch nicht der sicherste Alistar-Spieler zu sein. Wobei, wie gesagt, dann hätte er halt eben Pobelta warten müssen. Aber Ole hat ja einen guten Knock-up getroffen. Also ja, der Knock-up war gut in dem Fight dann. Impact wurde gesehen, da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Und die Mail von der Camille ist halt zum Engagement immer gut geeignet. Aber nichtsdestotrotz, Alltag hat halt keinen Druck wirklich entgegengesetzt bekommen, konnte in dem Teamfight halt machen, was er wollte. Und dementsprechend über lange Zeit natürlich auch viel Schaden mit reinbringen. Also kein Wunder, dass er halt mit den höchsten Schaden hier in diesem Teamfight verursachen konnte. Red Buff, den mobst man sich jetzt hier noch, Huni freut sich. Ja. Zwar mit 0-3 unterwegs, aber das Game sieht für ihn trotzdem noch relativ gut aus. Da wurde natürlich ziemlich hart gepressert. Man muss auch sagen, Team Liquid hat jedes Mal den Fokus auf Huni und in der Zwischenzeit macht dann Hunis Team was Intelligentes. Also, muss man ja auch sagen, auch im Prinzip ist Huni so der lebende Bait. Alle stützen sich auf Huni, weil sie denken, oh, der Yasuo darf nicht krass werden. Ist im Gold aber gleich auf mit Impact. Tja, das ist halt ein 4-1 Rise gegen dich. Lord of Ages, Trainer ist schon voll. X-Miffy muss zu sehen, dass er rauskommt. Ist aber schwierig. Das da doch nicht für Huni der Kill. Oh, nun gut. Ja, so soll es ja auch sein. Du darfst als Yasuo keine Kills bekommen, ansonsten geht's halt nicht nach dem Trend. Yasus müssen immer 0-3 die KDA halten. Ja, die KDA der Yasus muss gewahrt bleiben, wobei die KDA geht ja auch mit den Assists fairerweise hoch. Phoenix gegen Impact, das hat Impact nochmal ein bisschen unterschätzt. Ja, und das ist jetzt so ein Ding, wo Yasuo ja auch richtig gut reinpasst. Yasuo ist halt auch extrem gut darin, halt Objectives zu sichern. Und wie gesagt, sie sind halt in einer Vorteilsituation mit einer Kalista und mit einem Yasuo. Sie kriegen halt jedes Objective ohne Probleme. Den Nasher hier nochmal sneaky abgeholt, ein sehr früher Nasher. Aber sie haben halt den einen Catch vorher bekommen, der Gegner hatte keinen Smite, keine Sicht aufs Nash-Pit und dann ist der Call hier vollkommen okay. Echo Fox jetzt in einer deutlich besseren Position. Kalista fett, Ryze fett, Yasuo nicht ganz so fett, aber trotzdem ausreichend im Spiel und halt mit dem Scaling später am Start. Ja eben, also das ist ein Gold gleich auf. Bah, da kommt's, Frozen Mallet Variante. Bei nee, ich hasse diese Variante. Also nicht, weil sie schlecht ist, sondern im Gegenteil. Du bist natürlich, nimmst halt nochmal sehr, sehr viel Damage-Potenzial der Gegner raus, weil sie dich halt fokussieren müssen und du halt trotzdem noch immer, alleine immer im Phantom Dancer ja ein sehr, sehr gutes Crit- und Schadenspotenzial hast. Und du bist halt quasi an der Stelle relativ schwierig zu töten.
Und slows den Gegner noch die ganze Zeit. Auch im 1 gegen 1 auf der Lane. Und dadurch kommt er ja auch nicht davon. Sehr ekelhafte Strategie. Ich denke mal, Klingel in der Endlichkeit wird dann bei Zeit auch noch hinterhergezogen. Dadurch ist er jetzt natürlich noch nicht unterwegs in Richtung 100% Crit-Chance. Aber es muss ja auch nicht mal der Schaden sein. Manchmal reicht halt auch Utility. So, jetzt versuchen wir hier den Engage auf Adrian. Sein E ist schon aktiviert. Dadurch kommen wir dazu. Teleport. Doublelift jetzt mit seiner Ultimate. Olli mittendrin stand nur dabei. Kalisto Ultimate, jede Menge Speere mit drin in Olli. Da ist der Knockup über die Kalisto Ultimate. Holen die von der Flanke her. Und dann haben wir hier die Kalisto Ultimate. Adrian ist low. Und jetzt wird getötet. Eine nach dem anderen abgeholt. Nochmal die Asu Ultimate. Smitty down. Und damit das Ace für Echo Fox. Oh, wie lange haben sie? 30 Sekunden. Zum Ende reicht es, glaube ich, ja nicht. Die Dev-Timer noch zu kurz. Wir sind auch erst in der 22. Minute. Aber wir sehen halt einfach die Stärken dieses Echo Fox. So ein Teamfight. Wenn der ein bisschen länger geht, gar kein Problem für sie. Und hier auch Alltech Adrian. Das, was sie gestern nicht gut gespielt haben, machen sie umso besser. Und sie wollen das Ende haben. Sie nutzen das Rise Ultimate mal direkt auf die nächsten beiden Türme. Sie haben immer noch Zeit. 10 Sekunden. Das wird echt knapp. Ich bin mir nicht sicher, halt auch Rise Ultimate holt ja auch die Minions dazu. Aber der Nexus liegt frei. Und das sollte, könnte, müsste, dürfte reichen. Ja. Der Nexus, der ist down. Und Echo Fox mit eines der schnellsten Spiele bisher in den ALTS. Wow, das war echt zügig. Aber da haben sie auch nichts anbrennen lassen. Der Teamfight, der war halt allererste Sahne für sie und initiiert, glaube ich, dann tatsächlich sogar von Team Liquid gewesen. Ja, sie haben halt quasi den Tam Kench versucht zu trappen. Der hat sehr, sehr lange überlebt. Alltech konnte halt viel Schaden mit reinbringen als Kalista. Und gleichzeitig, als das Galio Ultimate kam und Tam Kench ziemlich low war, sein Schiff war ausgelaufen, hat er in dem Moment sein Kalista Ultimate aktiviert, um ihn halt aus dem Schaden rauszuziehen, danach direkt nochmal zu re-engagen. Also gerade war halt diese Kalista mit dem Tam Kench sehr gut ausgespielt von den beiden. Ja. Da haben sie ihren gestrigen Patzer wieder gut gemacht. Ja, und damit sind sie alleiniger erster Platz weiterhin. Nach wie vor. Und die Frage ist natürlich, wie wird dann später noch Cloud9 spielen, die auf dem zweiten Platz sind? Wird da der Abstand größer oder bleiben sie dran? Rise Ultimate war halt auch echt gut, um das Spiel zu finishen. Also direkt die Vasallen auch alles mitgenommen. Also der X-Biff ist dead. Nice. Der ist aber auch jedes Mal mit dabei. Wie geil ist das denn? Stell dir mal vor, du bist Profispieler und dein Papa kommt jedes Mal mit, um all deine Spiele zu sehen. Also Miffy's Dad, ne, und Rick Fox, das sind halt zwei so etwas ältere Herren, sag ich mal. Aber in die Szene etablieren die sich echt gut, ne? Ja, schon zwei Kaliber, du. Das stimmt. Aber Rick Fox, der feiert halt sein eigenes Team auch richtig krass. Rick Fox ist bester Mann, was das angeht, also... Ja gut, ich meine, ist ja auch sein Team, wenn du so willst. Ich habe das ja auch so ein bisschen beobachtet. Er war ja mit Froggen auch ziemlich dick. Ich weiß nicht, wie momentan die Situation zwischen den beiden ist. Ja, mal finden und dann haben sie halt auf Twitter auch so ein bisschen immer den Ball zugeschoben. Und vor allen Dingen hat er selber auch schon ein paar Mal gestreamt, wer es vielleicht noch nicht gesehen hat. Also Rick Fox, auch ganz interessante Persönlichkeit, halt diese Streams bei ihm zu beobachten. Na klar, ist der Typ hat da noch Kohle. Ja gut, sonst würde er sich wahrscheinlich kein Profi-League-Team kaufen. Oder ein Profi Basketball-Team. Ja, gut. Hat er einfach, der Junge. Aber ja, letzten Endes geht es ja nicht um Basketball, sondern hier geht es um League of Legends. Und da hat Echo Fox gezeigt, dass sie momentan das Team sind, was es zu schlagen gilt. Gestern kurze Schwächephase gehabt, aber jetzt eben entsprechend wieder oben auf. Gegen Team Liquid, die nicht so stark sind, wie sie am Anfangsbits waren. Wir verfolgen den Trend. Also ganz eindeutig. Echo Fox halt weiterhin stabil, hier und da halt mal einen kleinen Patzer, aber grundlegend das beste Team in den ALCS und Team Liquid halt sehr stark gestartet und es geht halt immer Backup. Ja, aber es ist auch schwierig. Also gerade Echo Fox ist da auch ein sehr gemeiner Gegner und dann... Ja, also heute hatten sie halt wirklich eine schwierige Herausforderung, definitiv. Und dann mit Huni. Huni ist mechanisch so unglaublich starker Spieler. Und ich glaube, inzwischen hat man es bei SKT hat man zwar hinbekommen, ihn so ein bisschen zu bändigen, aber so wirklich das Geheimrezept war es auch nicht. Bei SKT man hat wahrscheinlich dann gemerkt so, okay, Freunde, wir müssen uns damit abfinden, das ist halt Huni, wir müssen den einfach machen lassen. Also fairerweise, Keikoma war bisher der Einzige, der geschafft hat, dass Huni freiwillig Tanks gespielt hat auf der Top-Lane. Das hat halt sonst niemand anderes geschafft. Und wahrscheinlich hat Huni, ging das Team so gegen den Strich, dass sie irgendwann gesagt haben, na komm, dann geh lieber nach NA. Nein, keine Ahnung, was da wirklich ist. Und alle anderen sagen, mach einfach dein Ding, Huni, und solange wir am Ende gewinnen. Aber ich meine, er wird ja auch oft kritisiert, weil er eben sehr arrogant spielt und dann manchmal, dummen Move macht. Also wenn er da noch ein bisschen erwachsener wird,
dann hat er die Chance, ein ganz großer zu werden, weil bei all der Kritik, die er auch oft bekommt, muss man sich einfach in Erinnerung rufen. Er hat bei SKT gespielt, einem der besten Teams der Welt. Er hat bei Fnatic und bei Immortals beide Male eine perfekte bzw. fast perfekte Season hingelegt. Und jetzt auch wieder bei Echo Fox ist man erneut nah dran. Auch wieder absolut dominierend. Also da, wo Huni ist, da ist auch der Skill. Also bei Huni ist halt wirklich so eine Sache, dadurch, dass er so mechanisch stark ist, sind halt Carries die Champion für ihn. Man merkt auch, er hat immer Lane Pressure, er hat immer ein gutes Matchup. Aber genau das Ding, wenn er erstmal vorne ist und weiß, so er schafft das zu gewinnen, dann disrespektet er halt manchmal so die gegnerische Jungle Pressure. Und da fand ich halt ihn damals mit Rainover zusammen, das war immer das Duo. Und da hat er Rainover immer an seinem Arsch zu kleben gehabt. Und dadurch hat er halt, also haben die beiden zusammen auch so erfolgreich halt das Ganze runterspielen können, sowohl bei Fnatic als auch bei Immortals. Und jetzt merkt man halt so, wenn er halt den Jungler nicht immer direkt an seinem... Wobei bei Echo Fox ist vollkommen zufriedenstellend, weil man... Seine Leistung ist halt grandios, aber wie gesagt, das ist ein kleines Fehlerchen, dass er halt manchmal einfach ein bisschen zu tief reinpusht, aber das ist halt, ne, da, wo ein Fehler passiert oder da, wo er quasi zu tief pusht und die Aufmerksamkeit auf sich zieht, kann man natürlich crossmap-mäßig auf der anderen Seite der Karte dementsprechend auch immer das, noch was das gewinnen. Das haben sie jetzt sehr gut gemacht. Also sie haben gesagt, okay, dann ist Huni halt unser Opferlamm. Ja, alle stürzen der Märtyrer. Sich, ja, alle stürzen sich auf Huni, der kommt schon klar. Und in der Zwischenzeit reißen die dann einfach mal komplett alles andere ein. Hat geklappt. Bei uns klappt es jetzt auch, dass wir dann noch ins nächste Spiel gehen. Heute geht es echt verdammt schnell, muss ich sagen. Das war ja, wie viel schnelle war das? Games. 22, 23 Minuten. Also es war eins der schnellsten, nicht sogar das schnellste bisher in einem ALCS. Ich bin nicht ganz sicher. Also ich habe jetzt natürlich nicht alle Zeit. Nicht auf All-Time, weil es auch schon mal ein... All-Time nicht, da gab es auch schon unter 20 Minuten. Ja, aber zumindest in dieser Season, weil ja eigentlich wir eine Meta haben, die ja sehr lange Games mit sich aber bringt. Aber mit 8-4 wird sich das auch noch mal ändern. Nichtsdestotrotz, gehen wir in der Pause, Freunde. Und dann bis gleich.